Hi, mein Name ist Selin Doganzi und ich war zu Gast bei dem YouTube-Format Das Treffen. Das Video, über welches ich heute rede, verlinke ich in der Videobeschreibung. In dem Video traf ich auf den Fitnesscoach Simon Teichmann und wir haben uns über das Thema Body Positivity unterhalten. Ich habe sehr, sehr viele nicht so schöne Nachrichten gekriegt zu den Aussagen, die ich getroffen habe. Dabei habe ich im Endeffekt nichts Falsches gesagt, weil ich eigentlich zum Großteil von meinen eigenen Erfahrungen geredet habe. Das Thema scheint aber sehr, sehr viele Leute zu triggern, deswegen würde ich hier auch gerne nochmal ein kleines Statement abgeben. Viele Leute haben geschrieben, dass wir aneinander vorbeireden. Das lag vor allem daran, dass wir zum Großteil gar nicht auf die gleichen Fragen geantwortet haben, sondern dass im Schnitt dann einfach nur so aussah und einfach Antworten, die einigermaßen gepasst haben, zusammengeschnitten wurden. Andererseits lebt das Treffen davon, dass beide Gesprächspartner sich vorher nicht kennen. Allerdings hat Simon Teichmann schon ein, zwei Monate vorher ein Video über mich gedreht, wo er schon zu meiner Person recherchiert hat und seine Zahlen, Fakten, Statistiken und Argumente alles schon parat hatte. Damit konnte ich natürlich nicht dienen, weil ich nicht darauf vorbereitet war und die Person, die vor mir saß, nicht kannte. Der Grund, weshalb ich dort saß, war, um über Body Positivity zu reden. Das kam in dem Video aber leider zu kurz. Hauptsächlich ging es darum, wieso ich mehrgewichtig bin, wieso ich nicht abnehme und auch um viele medizinische Aspekte, wo ich einfach nicht spontan irgendwelche Statistiken raushauen konnte und wo ich ganz ehrlich sagen muss, um über den medizinischen Aspekt zu reden, bin ich einfach nicht qualifiziert. Deswegen habe ich mich mit einigen Expertinnen zusammengetan, die euch heute was über das Thema gewichtsneutrale Forschung erzählen. Vorher würde ich aber gerne auf einige Kommentare eingehen, die ich unter dem Video gelesen habe. Zum Beispiel habe ich ganz oft gelesen, dass Body Positivity nicht für dicke Menschen ist. Doch da muss ich ganz klar sagen, doch ist es. Denn Body Positivity entstand ursprünglich aus dem Fat Acceptance Movement in den USA und steht für viel mehr als nur Selbstakzeptanz des eigenen Körperbildes, sondern auch zum Beispiel für soziale Gerechtigkeit, Diversität und intersektionale Antidiskriminierung. Viele Leute behaupten immer sehr gerne, dass Body Positivity für dicke Menschen eine Ausrede ist, um weiterhin fett zu bleiben. Das stimmt allerdings nicht ganz. Und zum Beispiel ist Body Positivity für die gewichtsneutrale Gesundheitsförderung sogar sehr wichtig. Mehrgewicht ist ungesund. Das ist das häufigste Argument, das im Zusammenhang mit Begriffen wie Body Positivity oder Anti-Diät verwendet wird. Betroffene sind mehrgewichtig und die Diskussion darüber, ob das gesund oder ungesund ist, hilft Betroffenen nicht, ihre Gesundheit zu fördern. Es fördert Selbstzweifel und Scham. Die viel wichtigere Frage ist daher, wie können wir Menschen dabei begleiten, ihre Gesundheit zu fördern? Diäten und Abnehmvorhaben tun das nicht. Sie fördern ein gestörtes Essverhalten. Und ein gestörtes Essverhalten unter dem Deckmantel der Therapie für Mehrgewichtige zu verkaufen, ist keine Gesundheitsförderung. Was allerdings die Gesundheit fördert, ist, aufzuhören, den Körper ständig abzuwerten, ihn zu hassen und stattdessen Körperrespekt zu fördern, also Förderung auch der mentalen Gesundheit. Ein achtsames und intuitives Essverhalten, gesundes Essverhalten erlernen, statt Diäten, die zu Essdrang und einem schlechten Gewissen nach dem Essen führen. Oder aber das Wiederentdecken der Freude an Bewegung, statt Sportzwang als Tool zum Kalorienverbrennen. Gesundheitsförderung betrifft alle Menschen gleichermaßen, egal ob sie dünn, dick oder mehrgewichtig sind. Das ist gewichtsneutrale Gesundheitsförderung. Allein schon, dass ich mich öffentlich positioniere und gegen die Diskriminierung anderer Menschen aufgrund ihres Aussehens ausspreche und daraufhin hunderte von beleidigenden Nachrichten und Kommentaren erhalte, zeigt schon, dass da noch einiges an Arbeit zu tun ist. Ich habe in dem Video schon erwähnt, dass ich Toleranz schaffen möchte und dafür sorgen will, dass dicke Menschen sich nicht länger verstecken müssen, dass sie sich nicht länger von der Gesellschaft isolieren müssen und in Angst leben müssen, bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Schritt und einfach nur beim Existieren ständig diskriminiert zu werden. Wir leben in einer lukistischen Gesellschaft, in der Menschen aufgrund des Äußeren beurteilt und bewertet werden und in der aufgrund des Aussehens Chancen vergeben werden. Nachdem Dickenfeindlichkeit ein zutiefst strukturelles Problem ist, das unsere Gesellschaft ausmacht, haben dicke Menschen Nachteile in allen Lebensbereichen. Sie bekommen die schlechtere Gesundheitsversorgung, sie werden nicht gesehen für ihre Kompetenzen am Arbeitsmarkt und haben es dementsprechend schwerer, den Job zu bekommen. Sie haben Nachteile beim Dating und ein Großteil des öffentlichen Raums, man denke an enge Flugzeugsitze, sind ihnen einfach zu schmal.
Auch in der Popkultur werden sie total stereotyp und abwertend dargestellt. Sie sind tollpatschig, tun sich weh, wir lachen über sie. Oder nur das Vorher in Vorher-Nachher-Stories, das man wirklich nicht sein will. Es wird Zeit für vielfältige Fat Representation, für das Ende des Anti-Fat-Bias in der Medizin und für eine vielfältige Gesellschaft, in der wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Denn dass die Diskriminierung existiert, das leugnet ja auch niemand. Aber trotzdem darf ich doch aktiv versuchen, dagegen zu kämpfen. Denn ich sehe es nicht ein, dass ich aufgrund meines Aussehens und aufgrund meines Gewichtes diskriminiert werde. Dafür gibt es nämlich absolut keinen Grund. Denn ich für meinen Teil weiß, dass ich trotz meines Mehrgewichtes ein gesundes Leben führen kann. Außerdem habe ich niemals gesagt, dass Dicksein krampfhaft gesund ist. Ich habe niemals jemandem gesagt, dass ich das Ideal bin und dass jeder so aussehen sollte wie ich. Und ich habe niemals jemandem suggeriert, zuzunehmen. Wir als Gesellschaft glauben, dass eine dicke Person quasi schon mit einem Bein im Grab steht. Oder etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, das Sterblichkeitsrisiko scheint bei Menschen mit einem hohen Körpergewicht stark erhöht zu sein. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns doch mal gemeinsam das Gesamtbild an. In dieser Studie mit fast 12.000 Teilnehmenden ging es um 4 gesunde Lebensgewohnheiten. Nicht rauchen, tägliche Bewegung, nicht oder nur wenig Alkohol zu trinken und viel Obst und Gemüse zu essen. Und setzten die Teilnehmenden alle 4 dieser Gewohnheiten um, dann hatte das Gewicht überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihr Sterblichkeitsrisiko. Es spielte keine Rolle mehr. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die wissenschaftliche Datenlage. Sobald in Studien nicht nur Verhaltensweisen, sondern besonders auch Kofaktoren wie Genetik, sozioökonomische Aspekte und Umweltfaktoren berücksichtigt werden, dann zeigt sich, dass es eben nicht das Gewicht ist, das unsere Gesundheit bestimmt. Und trotzdem werden dicke Menschen ständig angehalten, Gewicht zu verlieren, obwohl sie das nachweislich nicht schlank, sondern krank macht. Chronisches Diäthalten erhöht nicht nur dramatisch das Risiko für Essstörungen, sondern führt auch zu Weight Cycling. Das sind starke Gewichtsschwankungen, die ganz unabhängig vom Körpergewicht das Krankheits- und Sterblichkeitsrisiko erhöhen. Und auch Vorurteile, Beschämungen, Stigmatisierung und Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen sind Faktoren, die massiven chronischen Stress auslösen. Und es wird mir wohl niemand widersprechen, wenn ich sage, dass chronischer Stress gesundheitsschädlich ist. Ist also Dicksein ungesund? Ja, aber das liegt nicht am Gewicht selbst, sondern das liegt hauptsächlich daran, wie wir als Gesellschaft dickfette Menschen behandeln. Da stellt sich die Frage, aber wieso bist du denn dick und wie stellt sich das Körpergewicht eigentlich zusammen? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Wir sagen nicht, dass Körpergewicht und Gesundheit in keinem Zusammenhang zueinander stehen. Das tut es nämlich definitiv. Wir sagen, dass die gewichtszentrierte Perspektive für die meisten Menschen mehr Schaden anrichtet, als dass es irgendwie hilft. Gesundheit ist hochdynamisch und komplex und unterliegt nicht ausschließlich persönlichen Ernährungs- und Bewegungsentscheidungen. Gewichtsneutrale Gesundheitsförderung heißt, dass nicht länger das Körpergewicht im Zentrum der Intervention steht und auch nicht länger als Marker für Gesundheit oder Krankheit gesetzt wird, sondern beispielsweise Verhalten. Das bedeutet, wir empfehlen, abwechslungsreich oder intuitiv zu essen, eine Bewegungsroutine aufzubauen, die Freude bringt, Spaß macht und sich gut anfühlt, sich um das Stressmanagement zu kümmern, die Schlafqualität zu verbessern, all die Dinge nicht um Körpergewicht zu reduzieren, sondern um Gesundheit zu fördern. Mit multidimensionaler Gesundheitsförderung ist es nicht notwendig, Körpergewicht als Marker zu setzen, denn der Körper findet damit sein Sollgewicht ohnehin von selbst. Essen ist mehr als reine Kalorien- und/oder Nährstoffaufnahme. Wie sich Restriktion und Kontrolle auf unser Essverhalten auswirken kann und auf den Körper, hat bereits 1944 das Minnesota Starvation Experiment gezeigt. Folgende Effekte wurden bei den 32 Männern nach ihrer 6-monatigen Hungerphase festgestellt. Ihre Stoffwechselrate war um bis zu 40% reduziert. Sie haben begonnen, Rezepte zu sammeln, aber auch ihr Essverhalten verändert. Ebenso haben manche der Männer massive Bewegungseinheiten absolviert, nur um sich mehr Kalorien zu verdienen. Punkto Persönlichkeit haben sie vermehrt Apathie, Stimmungsschwankungen, Depressionen, aber auch Reizbarkeit an den Tag gelegt. All das sind Effekte, die wir aus klassischen, hochmodernen und populären Diäten kennen. Intuitives Essen kann hier eine Abhilfe schaffen.
In den 10 Prinzipien von intuitivem Essen ist unter anderem auch das Prinzip zu finden, wie fordere deine Esspolizei. Verabschiede dich von Regeln, Vorschriften und Verboten in deinem Essalltag und nimm so den Druck raus. Aber auch das Prinzip, honoriere deinen Hunger. Hunger ist ein natürliches Körpersignal, dem wir wieder vertrauen dürfen, das wir wieder entdecken dürfen und dann auch entsprechend im Essalltag einsetzen. Intuitives Essen kann somit helfen, sich von dieser Restriktion und Kontrolle zu verabschieden und den Druck aus dem Essalltag und vom Diätwahnsinn wegzunehmen. Bei mir persönlich kommen noch Traumata dazu, welche zum Großteil unbehandelt sind. Diese haben auch einen Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Trauma verändert das komplexe Zusammenspiel unseres Stoffwechsels, unseres Hormonsystems und unser Immunsystems. Alle zentralen Systeme im Körper, der Hypothalamus, die Hypophyse, die Bauchspeicheldrüse, die Nebennierenrinde, die Schilddrüse, das Herz, die Gefäße, alles reagiert auf Trauma. Statistisch gesehen leiden traumatisierte Menschen häufiger unter Angst- und Panikstörungen, unter Depressionen, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Sie leiden mehr an Schlafstörungen, weisen ein höheres Gewicht auf und Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Wenn wir also über Gewicht reden, dann reden wir sehr, sehr oft auch über Trauma. Und wenn wir über Gewicht reden, dann sollten wir sicher sein, dass wir von außen keine Diagnose stellen können. Ich versuche den Leuten auf meiner Plattform lediglich Selbstliebe beizubringen, denn es ist unglaublich wichtig, sich selber und seinen Körper zu kennen, um sich selber zu lieben, eine gute Beziehung aufzubauen und sich selber einfach was Gutes zu tun, um wirklich gesund zu sein. Mental, körperlich, das Gesamtpaket. Und um das nochmal klarzustellen, ich bin nicht gegen Sport und ich bin nicht gegen eine gesunde Ernährung. Ganz im Gegenteil, ich versuche immer wieder mich selber zu verbessern und mich immer wieder gesünder zu ernähren und mich mehr zu bewegen und das in meinen Alltag konstant einzuarbeiten. Da versuche ich auch ganz oft meine Community mitzunehmen und zu zeigen, wie ich meinen Weg gehe, um das Ganze mit einer Essstörung zu vereinbaren. Weight-Stigma, Body-Shaming und Diäten können unabhängig voneinander oder gemeinsam sowie mit anderen Faktoren zu Essstörungen führen. Der gesellschaftliche Druck, dem mehrgewichtige Menschen von klein auf ausgesetzt sind, ist enorm und schränkt die Entwicklung des Selbstbildes und des Körpererlebens ein. Dies wiederum kann es den Menschen schwer machen, mit Sicherheit und Vertrauen durch die Welt zu gehen. In meiner Einschätzung ist es in der Therapie hilfreich, mich, die Therapeutin, als authentisch zu erleben. Dies bedeutet auch, als Vorbild voranzugehen und meine eigene Position bei Bedarf sichtbar zu machen. Gewichtsneutral zu arbeiten ist hier nur ein Bereich, in dem es immer wieder wichtig ist und sein wird, sich klar zu positionieren. Gewichtsneutral zu behandeln in der Therapie bedeutet für mich persönlich, auch andere Diskriminierungserfahrungen mitzubedenken und in die Therapie mit einzubeziehen. Und das ist Politik. Die wenigsten von euch kennen mich persönlich und wissen nicht, wie ich lebe. Und trotzdem versuchen alle, eine Ferndiagnose zu erstellen. Da muss ich euch bitten, überlasst das doch einfach den Experten. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt, sich selber zu lieben und mit sich selber am Reinen zu sein. Das ist teilweise wirklich, wirklich schwer. Und das muss ganz klar abgegrenzt werden von Leuten, die einfach nur blind irgendeinem Ideal nachjagen. Denn wenn man sich selber nicht bewusst macht, dass man das für sich selber tut, anstatt für die Gesellschaft, um diesem Idealbild zu entsprechen, scheitert das ganz oft in irgendwelchen Abnehmversuchen und auf Dauer ist dies auch sehr ungesund. Die wissenschaftliche Lage zu Abnehmversuchen. 80-95% aller Gewichtsreduktionsmaßnahmen scheitern. Darüber hinaus ist es für dicke oder fette Personen extrem unwahrscheinlich, dass sie BMI-Normalgewicht erreichen. Bei so einer hohen Rate an gescheiterten Versuchen und Personen müssen wir uns als Gesundheitspersonal endlich eingestehen, dass es nicht an den Individuen ihrer Willenskraft oder Disziplin liegt, sondern dass diese Personen definitiv an unserer Methodik scheitern.
Hier findest du noch mehr Studien zur Ineffizienz von Abnehmversuchen und wie sie gesundheitsschädigend sind. Die allermeisten Personen, die versuchen, ihr Gewicht zu reduzieren, nehmen das abgenommene Gewicht in 2 bis 5 Jahren wieder zu. Eine Studie, die einen kürzeren Zeitraum als 2 bis 5 Jahre betitelt, ist also nicht aussagekräftig. Bis zu 2 von 3 Personen nehmen mehr zu, als sie abgenommen haben. Wer langfristig Gewicht reduziert, ist also nicht die Norm, sondern statistisch gesehen die absolute Ausnahme. Grund für die mangelnde Wirksamkeit ist mitunter auch, dass unser Körpergewicht und unsere Gesundheit durch weit mehr beeinflusst wird als Ernährung und Bewegung. Auf viele Faktoren haben wir keinen direkten Einfluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen mehr zum Thema Mehrgewicht in Bezug auf Gesundheit nahelegen und wollte mich nochmal herzlich an alle Expertinnen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, mir bei diesem Video zu helfen. Falls ihr ein Thema besonders interessant fandet, habe ich euch alle Daten in der Videobeschreibung verlinkt und da könnt ihr nochmal zu jedem Thema einzeln recherchieren und euch noch tiefer in die Materie einlesen. Und auch Dankeschön an alle, die bis zum Ende dran geblieben sind. Ich hoffe einfach, dass wir weiter mit einem offenen Mindset durch die Welt gehen und einfach ein bisschen mehr Respekt füreinander haben.